Moin, moin, was geht ab? Wir sind zurück in Landersum und ein neuer Tag ist angebrochen. Ja, wir haben es hier morgens 8:30 Uhr, einmal das hat einblenden. Genau, 8:30 Uhr, genau jetzt. 3. April haben wir hier den Tag im April. Und ja, die Sachen, die ihr letztes Mal im Video gesehen habt, sind abgeschlossen worden. Tatsächlich sehr fleißig gewesen. Von daher nochmal einen großen Dank an Hof Möllering, Rickert, der uns da beim Kreiseln ausgeholfen hat, den Schlepper hier schön wieder hingestellt hat. Da will ich mich jetzt erstmal ransetzen und den einmal kurz sauber machen und die Kreiselecke auch einmal abspritzen. Beziehungsweise die lassen wir nochmal, denn da kommt nämlich nochmal die Frage, ich bringe euch mal eben auf den Stand. Prezi war nämlich halt auch in der Frühschicht schon auf dem Server und hat schon ein bisschen was gemacht. Und so ist es, dass die 34, dass wir da, können da mal eben direkt hinlaufen, ein bisschen schneller laufen, dass wir da ein Totalherbizid ausgebracht haben, also ein Unkrautvernichter. Wir hatten hier, da wart ihr sicherlich dabei, mit dem 515er war ich am Gülle ausbringen. Danach wurde es nochmal eingegrubbert. Das heißt, hier wurde nicht gepflügt und hier ist eine ordentliche Unkrautdecke nochmal rausgekommen. Und ja, die wurde jetzt eben einmal abgespritzt. Das ist ja eben auch Maisland, zukünftiges. Und ja, da werden wir eventuell dann eben auch nochmal das Saatbett vorbereiten und parallel dann den Mais legen. Das müssen wir uns dann nochmal zusammen angucken, ob wir das so machen. Da würde ich dann Prezi als Boden- und Pflanzenbaubeauftragten, ne, der ist einfach Profi in dem, nochmal fragen. Ihr könnt das natürlich auch in die Kommentare hauen, ob, was ihr meint, ob man da denn jetzt nochmal direkt das ausbringen könnte, einen Packer vorlaufen lässt oder ob man, ja, das bringt wahrscheinlich gar nichts. Ich denke, da muss man einfach nochmal eben die letzten Pflanzenreste, auch wenn sie abgestorben sind, eventuell eben nochmal in den Boden einarbeiten, so dass man da oder dass der Mais sich da dann wohlfühlen kann. Genau, das wäre nochmal die eine Sache, die wir machen müssten. Ansonsten ist fertig auf der 58 die Gülle gefahren worden, eingearbeitet worden mit der Kreiselecke. Dann war ich im Sommergetreide tatsächlich auch schon Gülle fahren. Das habt ihr vielleicht im letzten Video gesehen. Das war die Gerste auf der Fläche 141. Wenn wir uns das einmal angucken, haben wir hier das Precision Farming Menü und schauen auf den Stickstoff. Genau, ist auf der 141. Sieht top aus. Sage ich mal, in der ersten Wachstumsstufe sind wir mit, glaube ich, 100 N raus. Dann werden wir in der zweiten Wachstumsstufe nochmal eine Abschlussgabe machen, um da dann die Pflanze eben optimal auf den Weg zu bringen, das dann variabel mit einem Düngerstreuer, Mineraldünger eben ausbringen, um dann eben maximalen Ertrag auf der 141 zu erzielen. Genau, und jetzt würde ich eben die Maisdrille fertig machen und auf der 58 schon mal beginnen, Mais zu legen. Da haben wir einmal den kleinen Fehler, den ich hier eingebaut habe, da weiß ich nicht, Güllefass verstopft, was auch immer. Da ist auf jeden Fall nicht ausreichend ausgekommen. Da muss ich gucken, dass ich dann das eben mit variablen Dünger da nochmal hinterher ausbringe bei der Maislegemaschine mit der Unterfußdüngung. Genau, und das wollen wir jetzt mal eben fertig machen. Ihr habt sicherlich das Thumbnail schon gesehen. Das machen wir jetzt einmal mal fertig. Dann können wir die Kreiselecke tatsächlich auch nochmal. Ah, wo haben wir ihn? Will er jetzt nicht. Die Kreisecke nochmal wegstellen, weil wir sie jetzt tatsächlich vielleicht nochmal brauchen dann, um auf der 34 eben das Saatbett vorzubereiten. So. Spannen wir uns einmal mal gleich die Palettenkabel vorne an den Frontlader ran. Und dann eigentlich direkt Saatgut und Düngemittel in die Maislegemaschine füllen. Gang ist draußen. Das war schon ab.
So, und dann mal die Palettengabel da eben an docken, um dann für den Saatgut und Düngemittel dann schon mal aufzufüllen. Dem Saatgut an. Finde ich den 309er hier sehr gut übrigens für die Übersicht, dass die Haube leicht schräg abfällt. Kann man noch relativ gut einsehen, wo die Frontladerwerkzeug daneben ist. So. Und was hakt das denn jetzt? Normal müsste das doch jetzt hier über dem Trichter einlaufen können, oder irre ich mich jetzt? Aussteigen. Müssen wir das jetzt hier aufmachen? Normalerweise sollte die Schnecke das doch nach oben transportieren, oder liegt das daran? Jetzt mal so. Haben wir denn noch da drin überhaupt? 400 Liter? Ah, okay. Schade. Könnte man das vielleicht noch mal an dieser Drille umsetzen? Den Trigger dazu, ne? Das wäre natürlich schöner. Wenn das dann da direkt in den Trichter... Ach, wobei, nee, natürlich, logisch. Es muss ja natürlich hier... Da kommt der Düngemittel rein. Okay, dann müsste es jetzt beim Düngemittel aber klappen, ne? Dann gucken wir uns das dann nochmal an. Ah, hör mal. Ja, Blödian ist mal wieder hier dabei. Zu arbeiten, zu tun. Als ob irgendwelche Ahnung dafür da wäre, aber... Nein, man lernt ja nicht aus. So, dann nehmen wir uns hier den Yaramila Mais Düngemittel. Uiuiuiui, da haben wir da ganz schön leicht auf der Hinterachse. Jo. Der ist mir gerade hinten voll abgehoben. Ich gehe nochmal vorsichtig nach oben. Nee. Jetzt kriege ich den nicht hoch. Gut, dann müssen wir uns erstmal hier ein Gewicht holen. Anders geht es nicht.
das da hinten noch stehen haben. Das passt, das passt. So, ab dafür. Normalerweise müsste es hier stehen. Geht es nicht. Doch, da steht noch eins. Das kleine reicht oder sollen wir lieber das große Syr nehmen? Ich meine doch, das kleine sollte reichen. Man muss es ja auch nicht gleich übertreiben hier. So, dann nochmal Versuch Nummer 2. Ihr seid live dabei. Ich denke doch, jetzt sollte das ungefähr von der Ballastierung her passen. Nehmen wir nochmal einen kleinen Gang rein hier. Geht auf jeden Fall wieder runter, aber es scheint zu laufen. So, jetzt das wollen wir uns noch einmal von außen angucken. Moment mal, Gang rausnehmen. Und siehe da, es funktioniert. Tatsächlich. Tatsächlich so funktioniert wie vorgestellt. Dann soll das so lang und wir können direkt losfahren. Zum Mais legen. Wir stellen den Schlepper jetzt nochmal eben hier rein. Es könnte sein, dass wir uns dann tatsächlich nochmal das nachholen müssen. Da bin ich tatsächlich nicht so geübt drin, jetzt einzuschätzen, wie da der Bedarf ist und das mit der Aussaatstärke passt. So, das passt aber soweit. Machen wir hier nochmal zu. Herrlich. Herrlich. Mensch, das ist ja auch ein schönes Bild eigentlich, ne? Hier so aus der Halle heraus, der Schlepper im Hintergrund, wo es hingehen muss. Mais legen, vorbereiten. Das wollen wir jetzt machen. Beziehungsweise haben wir jetzt gemacht, jetzt können wir uns ans Maislegen machen. Und ich würde sagen, dazu sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ich fahre jetzt einfach nochmal zum Schlag, nehme euch da natürlich nochmal mit und dann sehen wir uns da in der nächsten Folge, würde ich so meinen. So, wir müssen halt einmal einblenden, Lenkrad runter, Tür zu, das kann aufbleiben, ich mache es mal lieber zu, Heckfenster, aus Erfahrung, dass da das in die Scheibe drücken könnte. Könnte klirren. Einmal mal hochziehen. Ja, das passt soweit. Dann machen wir die Abdeckung nochmal ab.
auch. Parkbremse noch mal rein. Jawohl. So sieht die ganze Geschichte dann jetzt aus. Drille ist fast full. 80% sehe ich hier gerade. Düngemittel. Müssen wir schauen, ob wir da noch mal nachholen. Dann werden wir es ans Feld fahren. Und wir haben ja eben auch noch die 34. Also insgesamt Maisland, die wir bestellen wollen, sind dann die 58. Kann ich mal kurz sagen, sind 3,7 Hektar. Die 34 sind 9,3 Hektar. Und jetzt müsste ich lügen, ob wir da noch eine Fläche haben. Aber ich glaube, das war's. Wir können auch eben einmal zusammen ins Meistertask-Tool gucken. Nee, nur noch die 34 und die 58 sind in der Saat. Alles andere ist im Schutz oder dritte Düngung oder schon bereit zur Ernte bzw. abwarten. Gut, das war's in dem Fall. Dann fahren wir los. Hat ausblenden, Innenansicht, Blinker kann gerne aus, Parksperre raus und dann wollen wir zur 58 losgurken. Jetzt haben wir es 8:45 und eine Viertelstunde wären wir jetzt hier an der Befüllung nur dran. Licht anmachen um die Uhrzeit hier. Beziehungsweise kann man das ja eigentlich immer machen. Nur so, Sicherheitsgründen. So, erste Abzweigung, dann die nächste. Bei der Kreuzung und beim Stoppschild geht es dann nach rechts. Paar Meter noch weiter und dann ist der Schlag schon auf der rechten Seite. Gar nicht so weit weg vom Hof. Ganz gut verteilt eigentlich unsere Flächen hier. Da wo ich jetzt hinfahre, da sind insgesamt 3 Flächen, das finde ich ganz cool. Und die anderen gehen ein bisschen eher in die andere Richtung, aber genauso finde ich das eigentlich ganz gut. An einigen Stellen mehrere Flächen dann eben zu haben und dann nicht auf der ganzen Karte jeweils eine. Ich glaube, das ist so ganz ganz nett dann auch. Ich denke auch relativ realistisch, ne? Dass man versucht, so seine Flächen auch ein bisschen zusammenzuhalten, dass man da eben die Überfahrten oder Überfahrtstrecken ein bisschen spart. So, ich glaube, da sind wir auch schon. So. Perfektes Saatbett hier vorbereitet. Danke, Janis. Schön weggekreiselt hat er sich hier ein. Und ich mit zum Teil natürlich auch. Dann schieben wir einmal schon mal auseinander. Und ich würde jetzt mal... Naja, wir fangen doch natürlich aus der Einfahrt heraus, Feldeinfahrt heraus an. Und würden dann hier rundherum erstmal das Vorgewände fertig drillen. Also einmal Kontur und dann werden wir uns ums Innere kümmern und dann auch einen Kurs natürlich einfahren, den wir an... Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's erstmal gut bis hierhin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssing.